Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal eine neue Version vom Service Car Merch Glitch zeigen. Die alte Version wurde leider gestern gepatcht, aber es gibt auf jeden Fall direkt schon wieder einen Afterpatch und den werde ich auf jeden Fall für euch jetzt mal zeigen. Der Afterpatch, der geht auch viel schneller als die vorige Version. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht auf jeden Fall eine Autowerkstatt und ihr braucht auch nur das Auto, was ihr euch dann merchen wollt. Und ebenso müsst ihr euch dann noch einen Job markieren. Die Jobmarkierung werde ich euch auf jeden Fall noch in der Videobeschreibung verlinken. Geht auf der Xbox, auf der PlayStation Old Gen und auf der New Gen geht es ganz genauso. Ihr müsst auf jeden Fall es so eingestellt haben, Leute, dass ihr die Jobmarkierung auch im Job in der Agentur seht. Das macht ihr, indem ihr einfach dann ins Interaktionsmenü geht, auf Markierung Option, dann geht ihr auf Jobs und dort stellt ihr dann die Jobs einfach auf Anzeigen. Und zwar ist das ein Stuntrennen. Ihr seht, wenn ich es einmal ausmache und wieder anmache, dann seht ihr da den Jobkreis. Und ja, wenn es ja sein sollte, dass euch der Jobkreis nicht angezeigt wird, dann habt ihr zu viele Jobs markiert. Dann geht ihr einfach mal auf Options und dann guckt ihr mal bei euren markierten Jobs. Dann müsst ihr einige von euren markierten Jobs löschen. Ich hatte damals auch das gleiche Problem. Ich habe dann einige Jobs gelöscht und dann hat es auf einmal funktioniert. Und dann können wir auch schon direkt losstarten. Ihr begibt euch einfach zu dem Auto, von dem ihr die Settings übertragen wollt. Drückt dann Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. Aber ja, hier braucht ihr jetzt überhaupt gar nichts zu machen. Einfach direkt wieder auf Kreis, um zu verlassen. So, dann begeben wir uns jetzt zu diesem Fahrzeug, was wir uns merchen wollen. Ist auch der kleine Nachteil. Wir können uns jetzt auch nur dieses eine Fahrzeug hier merchen. Im Moment. Immer nur das Fahrzeug, was hier vorne steht. Aber das wechselt ja auch immer regelmäßig. So, wir bestellen uns jetzt einfach so hin, dass wir die Meldung bekommen, dass wir das Kundenfahrzeug modifizieren, aber auch schon im Jobkreis drin stehen, so wie es bei mir. Drücken zweimal Steuerkreuz nach rechts. Ihr habt gesehen, das Fahrzeug hat sich schon gemerged im Hintergrund. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt sind wir auch schon fast fertig und jetzt können wir uns das Fahrzeug dann einfach kaufen und uns in irgendeine beliebige Garage dann einfach reinstellen. Mal gucken, wo ich hier noch einen Platz, müsste irgendwo noch einen Platz frei haben. Jawohl, da. Und das war es auf jeden Fall auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.